herzlich willkommen zurück. Und ich muss mal ganz kurz die Musik etwas leiser schrauben. Oh mein Gott, ist die laut. Ah, echt ein bisschen extrem, oder? Ja, ein bisschen. So. Alter Schäde, das hält's ja nicht aus. So, interessant, was für eine Grafik er einstellt. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Normalerweise, obwohl wir mit hoher Auflösung zocken können, funktioniert das nämlich nicht. Aber das sehen wir uns dann einfach schon mal an. Schlüsselbelegung, ja, das kriegen wir alles schon noch hin. So, speichern, fortfahren. Einstellungen sind relativ dürftig. Gucken, Osiris New Dawn. Von einem Entwickler, der relativ wenig auf Social Media gibt, interessanterweise. So, was haben wir denn? Wissenschaftler, okay, 18. Engineering. Der Ranger würde mich dann schon eher interessieren, weil es Engineering mich mehr interessiert. Klar, Ingenieur, ja, aber der zumindest noch ein bisschen Kampferfahrung mehr und Wissenschaft ist 10. Also ein guter Kompromiss, würde ich sagen, von allem. Ja. Hier haben wir es ja. Rangers are trained in all fields. Ja, genau, also die wurden in allen möglichen Bereichen trainiert. Lalalala. Genau, die alle drei Fähigkeiten sind relativ moderat. Okay, nehmen wir den. Finde ich gut. So, primär, ich hätte gerne was anderes. Sekundär. Weiß. Achso, ich kann das. Achso, ist dann das da okay. Details hätte ich auch gerne in. Was anderes, vielleicht rot oder so. Das ist, schwarz ist, glaube ich, nicht so eine coole Sache. Ja, ich würde, glaube ich, das nehmen. So, und glühen. Ich möchte gerne. Ja, mal orange glühen. Das hört sich gut an. Tja, okay. Nächster Punkt, Funktion anpassen, Höhe, Kopf. Na, schon okay. Hände, Unterarme. Kälber, was ist denn Kälber? Ach, das da. Ja, sieht irgendwie schon besser aus. Okay. Passt. So, weiter. Status zuweisen. Ja, gehen wir mal auf Gesundheit. Geschwindigkeit 1. Ja, und noch eins auf Gesundheit. Was ist das? Metallbau. Okay. Wie viel kann ich denn lernen? Fähigkeitspunkte zuordnen. Das ist richtig gar nicht. Oh. Also ich finde das schon nicht schlecht, dass man mehr Schaden macht, ja. Ansonsten, dass man aber auch hier. Genau. Dass man diese Sachen halt wieder recyceln kann. Name. Ja, natürlich, wie sonst. Okay. Ich mag nur PvE. Modus, ja. Ich wäre PvE. Ja, aber da. Das ist ja. Warum kann ich das nicht auswählen? Interessant. Na nee, egal, gucken wir mal. Früher sogar immer noch Early Access, das ist Wahnsinn, ne?
Okay, krass. 60 Jahre. Und dann passiert wieder sowas. Wahrscheinlich jetzt so wie bei... Was ist so laut? Vor allem, wenn wir 60 Jahre unterwegs waren, ist auch keiner dabei, der uns mal eben schnell helfen kann. Das ist aber nicht der Punkt, wo wir hin wollten. Da ist aber keiner daneben. Also die Musik ist echt extrem, dabei haben wir doch eben schon die Musik runtergeschraubt, also... Das hatte mir eben schon fast die Ohren weggefetzt. Das verstehe ich nicht, warum das manchmal so ungleichmäßig ist. Aber das hat man zum Beispiel, wenn man Filme guckt, auch, ne? Dann ist dann so die Gespräche in den Filmen sind mega leise und dann die Geräusche, irgendwelche Action-Sequenzen sind dann so extrem laut, ja, dass es einem mehr oder weniger alles aus den Ohren rauspustet, ne? So rausfegt, schießt, wie auch immer. Das ist schon manchmal sehr extrem. Also ich muss zum Beispiel überlegen, gerade hierbei. Ich hatte mir vor, so schon wieder ein paar Jahre her, damals diese James Bond Collection zum 50. Bestehen oder zum 50. Geburtstag von James Bond geholt, wo hier alle Filme drin sind. Diese riesige Box. Auch remastered hier in HD. Ziemlich cool, muss ich sagen. Echt toll gemacht. Also es sieht schnieke aus. Die haben sich wirklich super viel Mühe gegeben. Und das ist auch so. So. Okay, der Anzug ist kaputt. Okay. System restored. Okay, das ist jetzt alles. Mehr ist in so einem Ding nicht drin. So, ich muss kurz die Einstellung. Das ist ja extrem in der Lautstärke. So, was machen wir so? So, ja, da ist ein bisschen die Musik, muss ein bisschen leiser. So. Ich hoffe, das geht jetzt so. Mal gucken. Ja, ich hoffe, das passt. So. Na, das wirkt ja professionell. Welches Tool? Ah. Ich sammle erstmal alles ein. Wir können ja eigentlich alles gebrauchen, was hier erstmal so rumliegt. Ach, da gucken wir mal. Bandagen. Eine Fackel, okay. Alles voll, ne? Sieht irgendwie ziemlich kacke aus hier. Nur mal so den Bei angemerkt. Gucken, da vorne ist irgendwas rot. Das hat mir garantiert nicht gefallen. Das ist auch noch irgendwas von
unserem Raumschiff und welche Sachen. Ach so, ein Fahrzeug ist noch hier. Ah, mit Shift gedrückt halten geht's, okay. Super. Ja, ich würde das gerne mal ausbauen. Genau. Achso, ich brauche Aluminium. Aluminium habe ich hier vorne gesehen. Ja, das sieht ja stark nach Aluminium aus. Ne, ist es nicht. Das für ein Organ steht auch gleich noch. Medikit. Ist das hier? Okay, kein Aluminium. Seltsame Sachen. Was haben wir hier noch? Ich habe auch keine Ahnung, was das alles sein soll. Zerbrochener, okay. Schrott. Das dauert lange, ne? Ich kann das alles reparieren. Ah, jetzt geht's. Haben wir so ein paar Sachen bekommen. Zahnmark brauche ich. Okay. Schrottscharnier, okay. Jetzt immer noch nicht. Ist hier was drin? Kabel. Alles mitnehmen. Die Kissen. Also so viele Kissen brauche ich jetzt im Moment noch nicht. Ein Ingenieurspunkt. Mal gucken hier. Build and Craft. Kompetenzen, es hört sich doch danach an, dass ich hier was vergeben könnte. Das hört sich gut an, das kann ich noch nicht machen. Warte mal. Das sind so Sachen, die ich machen könnte. Achso, warte mal, hier können wir es vergeben. Punkt, ein Punkt, ein Punkt. Gehen wir mal auf Stärke. So, was war Ingenieur? Haben wir. Was haben wir denn hier noch? Ach, wir können bei Kampfmaß vergeben, siehst du? Mining Damage. Ja, das ist eine gute Sache. Was haben wir hier? Increase Hoover Boot. Okay. Ja, schneller. Und was ist das hier? Okay, dann. Gucken, ob ich jetzt hier was davon mitnehmen kann.
Ja, anscheinend nicht. Das kann man auch wegnehmen. Das ist kaputt. Das lässt sich da jetzt nicht mehr machen. Achso. Ne. Wie soll denn das funktionieren? Ist doch nicht mal dran. Das macht ja gar keinen Sinn. Was? Was wichtigste ist erstmal eigentlich hier diese Basis. Ja, dass wir irgendwo so einen sicheren Rückzugspunkt haben. Ich brauche das. Das kriegen wir auch noch gleich hin. Hier liegt noch was. Okay, das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Eine Antenne von irgendwas. Ja, das freut mich. Warte mal, können wir das nicht auseinanderbauen? Ja. Ja, warum auch nicht? Das braucht ja keiner hier. Dass das andere hier hinten ist. Ach, denk mal. Kann man das hier auseinandernehmen? Plastikschrott. Eigenartig. So, Vorsicht, Vorsicht, ich will nicht hier runterfallen. Okay. Haben, was man hier so alles findet. V kann ich die Kameraperspektive ändern, okay. So geht es damit. Okay. Da weiß ich jetzt Bescheid. Wie kacke das ist. Ah, nee, echt, jetzt, wir müssen das alles so weghauen. Schon ein bisschen doof, oder? Okay, das geht nicht. Muss doch da was geben. Warte, geh mal rein hier. So. Herstellbar. Strukturen.
Das sieht jetzt hier nicht irgendwie. Eigenartig. Ich kann nichts zerlegen. Was ist hier? Eine Scherklinge. So eine Alien-Faser holen. Würde ich irgendwie bei dem Baum vermuten, oder? So, super. Guck, was hier drin ist. Steine. Steine habe ich da unten. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Hier mal schon wieder hin. Na ja, wir beruhigen uns ja schon wieder. Sind. Ah, hier, das ist ein Stein. So, jetzt haben wir eine Sicherklinge craften. Ah, hier, das hier. Auch eine Steinklinge. Ach so geht das. Noch ein Tuch, okay. Okay, sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Das hier. Habe ich ja gemacht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe eine Scherklinge gebastelt, oder nicht? Achso, nee, haben wir nicht. Das dann damit machen? Ha.
super. Okay. Scrap hat. Ach, da war ich diese Tücher. 4 Stück. Was ist denn? Da brauche ich Fasern. Na, jetzt wird es gerade Nacht, das ist ein bisschen kacke. Aber es macht auf jeden Fall Laune, wobei ich glaube, dass es im Koop noch eine ganze Ecke besser sein könnte. Mal gucken, ich denke, wir werden vielleicht hier noch das ein oder andere Mal vorbeischauen. Ich mag diesen ganzen Sci-Fi-Survival-Krams und bisher macht das ja einen soliden Eindruck. Auch wenn der Einstieg jetzt nicht so einfach ist, aber das finde ich auch mal ganz gut. So ein bisschen wie bei Ark, wo man eigentlich alleingelassen wird und muss sich selbst zurechtfinden. Das mag ich persönlich ja am liebsten, wenn man sich dann alles selbst erarbeiten muss. Das macht schon Spaß. Naja, gut. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Mr. Zucker.